so viel kosten und kaufen. Hallo, mein Name ist Lydia und ich habe eine Mission. Ich werde mich in eine absolute Männerdomäne vorwagen. Es geht ums Grillen. Ich will verstehen, warum Männer so viel Begeisterung dafür aufbringen, irgendwie auch bei minus 10 Grad im Winter noch am Grill zu stehen und da ihr Fleisch zu wenden. Und wo könnte ich es besser verstehen lernen als hier auf der Berlin-Brandenburger Grillmeisterschaft, die erste im Eldorado-Templin. Es riecht so mega gut. An jeder Ecke wird irgendwas geräuchert und dann gebrutzelt und man kann kosten. Also bei so einer Grillmeisterschaft wird man auf jeden Fall satt. Die Jungs hier von Handgemacht Catering, die machen jetzt Saumagenburger. Klingt komisch, soll aber sehr gut schmecken. Ich lasse mich überraschen. Mmh. Es kommt Krautsalat drauf, Röstzwiebel, sehr lecker. Mmh. Oh, ist scharf, oh, super lecker, aber oh, mein Hauptbestandteil, jetzt geht's ja los. Chili ist auf jeden Fall drin, Paprika, Tomate ja. Und was Süßes, Pflaume oder so? Orangensaft, hier der Orangensaft. Magst du am liebsten am Grillen? Am Grillen, das ist vielseitig, das hat echt Spaß. Man kommt der Leute, man kommt ein bisschen rum, man kommt mal raus, man muss hier auf der Couch sitzen und das macht einfach Spaß. Also du sagst, es lohnt sich für mich, das auch zu lernen. Natürlich, zu lernen, auf jeden Fall. Ja, komm mal hinter. Komm mal hinter. Kommst du jetzt mal hinter? Komm bei den Onkel. So, jetzt kannst du machen. Schöne Foto. Was macht man denn mit geräucherten Knoblauch? Ja, du wirst einen schönen Armut machen, du wirst mich anrufen und kommen zum Essen. Bruschetta, Tomatenschnitte, Pansalate ran, verwenden wie normalen Knoblauch. In Grillsoßen, in Chutneysoßen reinarbeiten, lecker. Anbraten, in Eintöpfe rein, lecker. Ich komm mal rum, wir probieren mal. Komm mal, als meine Mitarbeiterin, mit Arsch hält so still, die zittert nicht, ist das niedlich. Ich nehm sie mit, tschüss, ihr Fernsehkicker. Ihr Lieben, das war mal ein sehr erfolgreicher erster Grillausflug. Hat mir sehr gut gefallen. Mega Kulisse. Es hat nach Rauch gerochen, nach Fleisch. Es hat alles super geschmeckt, was man kosten durfte. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe auf jeden Fall heute am allerersten Tag schon eine Menge gelernt. Und ich will jetzt noch viel mehr als vorher das mit den Grillen lernen. Ihr könnt mich dabei begleiten. Einen Grillprofi habe ich an meiner Seite. Also abonniert meinen Kanal, eine Frau lernt grillen. Und lasst mir einen Daumen hoch da.